Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. So, Freunde, ich habe schon etwas vorbereitet. Wir werden aber noch ein bisschen mehr vorbereiten. Ja, ne? So, letzte Folge musste ich ja ein bisschen nachkommentieren, aber ganz ehrlich, hat mir echt viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. War echt nice. Ich meine, gut, okay. Jetzt gucke ich mal. Jo, Mikrofon ist an. Also, diesmal müsste mit Stimme drin sein, ne? So. Tastes good. Genau, taste gut. Folgender Plan: Dadurch, dass wir es noch nicht so spät haben, ich habe ja gesagt, wir wollen nochmal zurück zum Picknicktisch, weil A, habe ich da was vergessen und B, werden wir uns auf jeden Fall, ich hoffe, 12 waren es, ne? Weil wir wollen mal in den Sandkasten reinschlummern, mal reingucke, ne? So, ich bin hier gerade noch ein bisschen am Rumsortieren und ne, habe schon mal hier für 2 Schelter habe ich was mitgenommen. Pfeile haben wir genug. Die werden wir dann verbrauchen. Da bauen wir den ersten Shelter oben auf. Hatten wir da einen Shelter gebaut? Ich weiß es gar nicht. Viel Platz haben wir nicht. Ein bisschen was kriegen wir noch dazu. Ein paar Smoothies vielleicht noch. 2 Stück. Warte mal. Mal gucken. So, bitte. So, hier auf H was brauchen wir da? Kiesel. Ich habe absolut keinen Kiesel. Das ist einfach so furchtbar. Öko Power war Atem holen. Angriff. Ja, ach. Eigentlich. Weiß nicht. Nee, komm, wir haben hier noch. Ansonsten. Ja, kann ich euch mal zeigen, was passiert ist. Und zwar. Warte. Also, da oben siehst du schon, die ganzen Kieselsäulen sind komplett fertig. Ja, die habe ich fertig gebaut. So, und dann. Jetzt müssen wir auf die andere Seite gehen, damit wir es auch sehen. Ich habe euch ja schon letzte Folge gesagt, dass ich den kompletten Turm, den ich eigentlich nach oben ziehen wollte, nochmal abgebaut habe und dann nochmal aufgebaut habe. Und zwar sieht das Ganze jetzt so aus. Ich habe da jetzt einen 3x3 Turm hingemacht. Eigentlich wollte ich einen 1er Turm hoch. Aber jetzt habe ich einen 3er Turm. Und ey Leute, ich kann euch sagen, was ich da an Unkrautstängel brauche, ist nicht normal. Hey, ohne Witz, das ist echt der Hammer. Und dann jedes Mal das hoch und runter gelaufen, ne? So, hier unten siehst du schon. Hier ist eigentlich unsere Chill-Lounge, ne? Was es mal werden soll. Hier hatte ich mir ja eine Behelfnis aufgebaut, ne? Damit ich hier oben dran komme. Und ja, das war dann nicht so einfach, weiter höher zu kommen, weil da müsste ich jedes Mal noch eine Treppe außen dran bauen, dann hast du nicht gesehen. Und dann habe ich mich halt doch umentschieden, schon allein mit den Rundungen, die finde ich halt so mega geil. Und habe halt gesagt, okay, weißt du was, da machst du 3x3 Turm innen drin hin, ist ja nicht schlimm. Und an den Turm hier können wir jetzt einfach nach oben gehen. So weit, wie wir wollen, ne? Mit einer kleinen Zwischendecke hier noch. Kannst du auch mal rausgucken, ist am besten, wenn du jetzt hier in die Ego gehst. Da siehst du das am besten, ne? Ja, und dann gehen wir mal wieder aus der Ego raus und dann geht es halt weiter hoch, ne? Und das geht dann noch höher. Ich weiß nicht, ob das dann schon da oben die finale Höhe sein wird. Kann ich euch nicht sagen. Aber es wird eventuell noch ein bisschen höher, weil ich will da drüben. Das sieht man jetzt schlecht hier durch diese Blueprints. Warte, mal gucken. Da drüben möchte ich halt landen, weißt du? Zwar nicht gleich da, sondern ein bisschen weiter hinten. Vielleicht schon fast an dem Biom dran. Da möchte ich dann mit der Seilrutsche landen von unserem Turm aus. Da oben auf den Stein, ja, wo der Cursor gerade hinzeigt, der weiße Punkt in der Mitte. Da oben so ungefähr möchte ich halt landen. Und von da aus können wir dann noch, bauen wir uns vielleicht auch ein kleines Türmchen auf, wo wir unten landen und oben können wir dann weiter rüber zu Picknicktisch oder was weiß ich, weißt du? So habe ich mir das vorgestellt, dass wir einmal komplett mit den Seilrutschen über die ganze Map rutschen können. Ne? So, ja. Ansonsten ist jetzt hier noch nicht weiter viel passiert. Gut, ich meine, das hat eine Menge Arbeit gekostet, ehrlich. Und das meinte ich halt wegen den Nachvertonen. Ich hätte die Folge nochmal neu machen können, hätte laden können, etc. Aber dann hätte ich das alles hier nochmal machen müssen, weil ich das schon anschließend direkt nach der Aufnahme gemacht hatte. Und ja, jetzt mittlerweile, die Dinge habe ich jetzt hier fertig. Ich war noch ein bisschen Kiesel holen und Ton holen. Du glaubst ja gar nicht, wie viel Kiesel ich brauche. Ton geht, hält sich in Grenzen, aber die Kiesel, ne? Boah, ey, ich hatte, glaube ich, 150 Kiesel gesammelt, die sind weg. Ach ja, Gras habe ich hier wieder aufgefüllt überall, ne? Ja, Unkrautstängel ist ein bisschen schwieriger. Ne, ich meine, hier habe ich jetzt auch schon 2 Stück fast voll. Oder? Ne, voll. Voll, 2 sind voll und 1 ist ganz voll. Ne, 3 sind voll. Ja. Bin halt da auch ein bisschen am Auffüllen und am Bauen weiter, ne? Aber man muss halt immer warten, bis die hier nachgespawnt sind. Ich meine, man könnte jetzt noch ganz dahinter gehen. Aber, ah, ne. So, dann habe ich hier ein bisschen weiter gemacht. Hier habe ich schon mal jetzt angezeichnet, dieser Kranz ist jetzt das komplette Fundament, wie es dann irgendwann mal fertig sein soll. Und dann soll hier am Rand quasi eine komplette Palisade mit Palisadentoren reinkommen, ne? Dass wir hier noch so einen schönen Platz haben, wo nachher später unsere Haustierchen sind und so, weißt du?
So hatte ich mir das vorgestellt. So, wie spät haben wir es denn? 17:12. Naja, eigentlich wollte ich noch mit euch rüberlaufen zum Picknicktisch und dass wir da schlafen können. Jetzt ist halt die Frage, brauchen wir noch was? Ja, das Essen brauchen wir noch. Das würde ich mir jetzt gerne mitnehmen. Und ansonsten, wir haben die Pfeile, wir haben die Rüstung. Ich habe schon mal ein bisschen repariert, aber die eine kriege ich nicht repariert, weil uns noch Bärenleder fehlt. Da habe ich jetzt schon mal 6 Stück draufgehangen, damit das trocknet. Aber das werden wir erst das nächste Mal schaffen. Aber ich wollte noch was mitnehmen. Und zwar, wir müssen den Blasenhelm müssen wir mitnehmen. Oder wollen wir das das nächste Mal machen? Nee, wir gehen jetzt in den Sandkasten. Aber wir nehmen auf jeden Fall was anderes noch mit. Da habe ich jetzt draus gelernt. Und zwar nehmen wir uns Gasmaske, verrottete. Wir nehmen uns die Gasmaske noch mit. So, sehr schön. Da würde ich sagen, auf geht's. Wir fackeln jetzt hier nicht lange. So, bevor wir jetzt hier losstarten, speichern wir. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich halt immer besser, wenn wir immer noch mal abspeichern, weißt du? So, auf geht's, bevor jetzt hier Wolfgang auftaucht. Ach, herrlich, schön. So. Erster Halt, Picknicktisch, Shelter aufgebaut. Check. Dann schlafen wir dort, holen uns den einen Skept noch, den ich vergessen habe, den ich liegen gelassen hatte, weißt du? Aber lass uns mal kurz in die Mutation reingucken, weil ich hatte hier Grashacker. Welche nehmen wir jetzt? Ameisen, Parademeister, Schwertmeister, Speermeister. Dann haben wir hier Gasresistenz, Feuerschutz, Brutzelschutz, Haucherlunge, Meerjung, das ist Schwimmen, das haben wir so oder so aktiv, Giftschutz. Ja, komm, nehmen wir den Speer. So, komm, auf geht's, ey. Erst richtig dunkel wird. Und dann können wir nämlich morgen komplett, wenn wir da geschlafen haben, ein bisschen was gegessen, ein bisschen was getrunken. Oh Gott. Dann können wir nämlich schön in aller Frühe losstarten und können ein bisschen was entdecken. Ach, übrigens, das letzte, hier auf diesem Ast ist ein Skep. Den hatte ich da mitgenommen, ja, bevor wir dann in die Richtung. Na, jetzt fällst du runter, mein Junge. Jetzt fällst du runter. Ja, gehen wir halt so weiter. Ist ja jetzt auch nicht schlimm. So, ich bin ja am Überlegen, gehen wir durchs Wasser oder eher weniger? Eigentlich schon durchs Wasser. Ich muss nur mal gucken, wo der Fisch ist. So, sehr schön. Ach, herrlich, ne? Und dann, wie gesagt, wenn wir dann die Seilbahn haben, dann landen wir da drüben zum Beispiel, ne? Sind wir da und dann können wir rüber weiter zum Picknicktisch. Das wird einfach genial. Ehrlich. Aber das dauert halt, ne? Das alles. Ich will erst den Turm bei uns haben. Oh Gott. Der Fisch ist da hinten. Okay, alles klar. Da können wir hier schön durchschwimmen. Knapp an der Oberfläche. So, ja, mach mal langsam. Tauch mal auf. Kannst ein bisschen Atem holen. Dann ganz wieder runter. Wir wollten auch mal unter die Frisbee gucken, ne? Weil ich vermute, dass da noch irgendwas liegt. Ja. So, auf zum Picknicktisch. Und dann müssen wir mal gucken, weil ich möchte halt diese eine Sorte platt machen, damit wir uns diese Rüstung freischalten, dass wir Brutzelschutz haben. Und dann habe ich mir überlegt, falls wir halt die Quests nicht kriegen. Ich meine, gut, jetzt ist halt blöd, jetzt können wir halt nicht nachgucken, was er für Quests noch hat. Dass wir so gesehen. Ja, mein Junge. Keine Angst. Ich habe schon dein Kollege mit. Ah, Scheiße. Ja, herrlich. Dass wir dann zum Grillen nochmal kommen, ne? Wenn wir die Rüstung haben. Fall aller Fälle. Dass wir dann zum Grill kommen. Ja, ist wohl klar. Nein, hier sind noch mehr Mücken. Scheiße. Alter, ist das hier gefährlich, ey, ehrlich. Na, 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 na. Komm schon. Und weiter. Naja, jetzt wird's halt dunkel. Das ist halt aber auch so die Sache. Ich glaube, wir haben abgehangen sogar. Sehr nice. So, komm, wir gehen hier auf die Kassette hoch. Zack. Da fühle ich mich schon sicher. Hier hat man ja einen Shelter gebaut gehabt. Na, aber jetzt wollen wir auf jeden Fall zum Picknicktisch den Shelter bauen. Los. Ab, jawohl. Sehr nice. Sehr schön. Also ich bin echt froh, wenn wir da sind. Dass wir schon mal, ne? Ja, komm, lass mal hier Ausdauer voll auf. Und jetzt, los geht's.
So, sehr schön. Wie lange haben wir die Pusti noch? Ja, die hält noch ein bisschen. Ach, schön. Zurück auf den Picknicktisch. Geil. Und dann bauen wir uns die Seilbahn zum Sandkasten. Sehr, sehr nice. Ah, ich liebe das hier auf dem Picknicktisch. Ich weiß jetzt nur nicht. Warte mal, ich will mal kurz was gucken. Ja, du greifst mich nicht an. Ich will euch nichts Böses, ne? Ich will jetzt nur mal gucken, ob hier. Ne, hier ist nichts, ne? Okay, da ist nichts. Alter, übelst krass, ne? Ich denke mir mal, in Zukunft werden sie an den Bienenstock werden sie noch was werkeln. Ich denke mal, da wird es auch noch wie so ein Dungeon geben. So in der Art, weißt du? Weil irgendwie ist ja auch im Gespräch, dass eine Bienenkönigin reinkommen soll. Da kann ich mir schon gut vorstellen, dass der Bienenstock noch mal ein bisschen verbessert werden wird, ne? So, was haben wir denn? Da haben wir das. Dann nimmst du jetzt mal bitte die 2. Genau. So, genau. Perfekt. So, wollen wir jetzt hier irgendwas mitnehmen an Essenszeug oder so? Eigentlich nicht, ne? So, okay, pass auf. Hier ist jetzt zwar eine Biene, aber das ist mir jetzt egal. Bedrohung entdeckt, ist klar. Wir gehen erst hoch. Ja, tut mir leid, aber du wolltest es ja nicht anders. So, auf hochwärts. Ey, hatten wir hier oben ein Shelter hin? Nee, ich glaube nicht, ne? Wir hatten ja nichts mit, um ein Shelter zu bauen. Oh, jetzt bloß nicht runterfallen. So. Wollen wir uns erst stärken oder wollen wir schon versuchen? Komm, wir versuchen. Was soll passieren? Ich meine, ne? Die Bienen sind jetzt nicht sonderlich stark. Den Chip hat man ja geholt gehabt in der letzten Folge. Sehr nice. So. Und in die Dose müssten wir irgendwie reinkommen, weil da sind noch 2 Science-Punkte und die haben richtig Fettpunkte. So, pass auf. So, was haben wir denn hier alles drin? Was liegt hier? Das sind Salzstücken. Naja, wir haben halt nicht viel Inventar. Wenn wir da noch hin wollen. So, hier. Siehst du, das Ding meine ich. Dedim. Hundeleib. Okay, nice. Naja, schlaft schön. Ne, da müssen wir eigentlich rein. Da sind 2 fette Signs drin. Das hatte ich mir nämlich letztens schon gedacht gehabt. Okay, ich würde sagen, wir bauen uns erstmal ein Shelter auf. Wollen wir direkt hier an der Forschungsstation? Oder wollen wir hier daneben? Der Keks ist auch da. Ne, komm, mal gucken, ob wir ihn hier drunter kriegen. So, Shelter Nummer 1. Ja, kriegen wir sogar schön hier drunter. Machen wir hier daneben. Ne, hier ist mehr Platz. Oder wollen wir hier dahinter direkt? Ja, so würde ich sagen. Zack. Respawn-Punkt gesetzt. Das ist schon mal nice. So, hierfür brauchen wir 12 Stück haben wir mit. Wie mache ich das jetzt? E. Okay. Ah, okay. Bereits verbunden. Okay, und jetzt gehen wir weg. Und jetzt. Jawohl, wir haben es sehr schön. Jetzt können wir runterrutschen zum Sandkasten. Das haben wir. Okay. So, was haben wir hier? Das ist dieses Ding. Erforschen können wir nichts. So, jetzt würde ich hier aber schon mal abspeichern. Einen separaten Speicherpunkt machen. Sehr schön. So, und jetzt lass uns gucken, dass wir noch die 2 Signs kriegen, bevor wir dann ne, pennen gehen. Und uns stärken, damit wir dann am Morgen hinkommen. Ey, ich hoffe, wir schaffen das. Ich meine, wir haben abgespeichert, das ist kein Ding. Zur Not wird es neu geladen. Ja, guck mal, easy. Kannst hier ein bisschen was trinken. Sehr nice. So, jetzt muss man nur irgendwie wieder rauskommen, ne? Ja, geil, hat funktioniert, sehr schön. Super, da haben wir jetzt wieder Punkte. Warte, müssen wir kurz reingucken. 6000, Alter, Alter, cool, da können wir uns neue Sachen kaufen. Genial. So, okay.
Da würde ich sagen, pennen wir, richten uns her, speichern ab und dann geht's zum Sandkasten. Schlafen, perfekt. Perfekte Zeit, läuft doch super. So, genau. Jetzt brauchen wir natürlich was zu essen. Da haben wir was mit. So, dann bräuchten wir eigentlich was zu trinken, haben wir aber auch mit. Was macht denn der? So, okay, wir sparen uns mal. Perfekt. So, jetzt die 3. Nee, die 3. Dann die 1. Und wieder mit Q wechseln. Sehr schön. So, jetzt können wir dann rüber. Oh, ihr seid ja auch schon so gespannt wie ich. Ich will nur mal rumgucken, ob hier irgendwas auf dem Buch drauf ist. Weil, also man ist echt hier, ne? Ständig irgendwie. Da unten hat man alles, ne? Okay. Schön, dass wir jetzt hier ein Shelter haben. Und dann gucken wir jetzt einfach mal im Sandkasten, ob wir oben drumherum kommen und uns hinten da, wo das Gras wächst, wo das Wasser ist, dass wir da vielleicht irgendwie dann, ne? Oh, da ist eine fette Sandburg. Und dann müssen wir hinten noch im Müll um schwarze Ameisen, damit wir uns die Rüstung bauen können. Okay, krass. Ich weiß ja gar nicht, wie wir aus dem Sandkasten rauskommen. Kommen wir einfach so wieder raus? Sollten wir vielleicht, bevor wir richtig reiten... Komm, wir gehen jetzt rüber. Jetzt habe ich Bock. Ich will da jetzt hin. So, wie sieht's aus inventartechnisch? Ja, das Bienenzeug können wir notfalls, falls wir es brauchen, können wir es rausschmeißen, weißt du? So. Warte, wir speichern hier nochmal ab. Das muss sein. So. Ich würde sagen, auf geht's! Yay! Geil, guckt euch das an, herrlich. Alter, ist das geil. Herrlich. Oh Gott, eine Wolfsspinne. Oh, Errungenschaft im Netz unterwegs. Seht ihr? Ich habe ja gesagt, ich sage euch immer, wenn ich Errungenschaften kriege. Ne? Jo, aus dem Sandkasten kommst du aber einfach so raus. Aber da, wo die Sonne hinscheint, ne, kriegen wir Putzelschaden. Da müssen wir dann ein bisschen aufpassen. Okay, aber wir laufen jetzt erstmal hier ein bisschen drumherum. Ne? Ist da hinten was? Nee. Ich gucke gerade mal. Da ist ein Hotdog drinne. Oh, klasse. Erkunden wir einfach jetzt mal zusammen schon ein bisschen den Sandkasten, ne? Wie ich so richtig Bock drauf habe. Hier ist ein Sandschirm. Ja, ach, wie schön. Oh, kennt ihr diese alten Dinger noch? Ach, wie geil. Ja, was heißt alten Dinger? Die gibt's ja mit. Oh, die gab's ja damals schon. Oh, so wo ich Kind war. Ich habe die Dinger geliebt. Ach, schön. Herrlich. Nice. Ja, guck dir das an, ne? Und da hinten, hinter dem Lego, ist halt dann... Du kommst nur hier wieder raus. Oh, du kommst raus. Positiv, ne? So, jetzt lass uns hier einfach mal rumgucken. Oh, kommen wir hier hoch? Jo. Guck dir das mal an. Guck dir das einfach mal an. Ne? Da ist halt das ganze Giftzeug. Alter, wie geil. Da scheint auch noch irgendwas. Ah, da ist das Rohr, genau. Oh, da wollten wir ja wenn mit einem Blasenhelm dann. Das machen wir in einer separaten Runde mal, ne? Schön, guck dir das an hier. Und hier hast du halt Gras, Unkrautstängel, kannst halt was bauen, ne? Mal sehen, was wir alles jetzt hier so entdecken. Ah, irgendwie. Das hier und ein Labor. Schön. Sehr schön. Das gefällt mir. Da ist ein Keks, jetzt was zu essen. Ne, hier ist nämlich der Gartenschlauch. Kommen wir über den Gartenschlauch drüber? Ich würde nämlich gerne mal zu den Pflanzen hin. Jo, komm mal. Ach, echt nice. Müssen wir mal gucken, ob wir uns denn da unten was aufbauen können. Kriegen wir schon Prozessschaden? Ich hoffe es nicht. Ne, hier ist der Müll, wo die schwarzen Ameisen dann sind. Da gibt es ja auch noch etliches zu entdecken. Ich weiß nicht, ob man da an den Dings reinkommt. Oh, herrlich. Ich mag das gerade. Dieses Feeling, einfach erstmal oben drum herum zu laufen, weißt du? Ne, das kann man leider nicht aufsammeln. Alter, guck dir das an. Das ist aber auch groß, ne? Wirkt gar nicht, als ob das so groß ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Und hier haben wir die Sandburg. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwas in der Sandburg gibt. Doch, da oben Science. Also da gibt es was, hundertprozentig.
Ah, oh, wie klasse, ey, ehrlich. Schön. Ach, macht das Spiel Bock, ey. Oh, hier hinten siehst du den. Achso, ja, mit einem Wassergraben drumherum, oder wie? Ach, krass. Kommen wir hier hoch, jo. Da hinten ist auch noch was. Gibt es irgendwas in der Sandburg? Irgendwas Spezielles? Ein Bürgership oder so? Ich weiß es nicht. Ne, den Bürgership kriegst du ja hier durch einen Schatz, ne? Durch einen vergrabenen Schatz. Also ich habe da schon so ein bisschen was gesehen. Oh, ist echt nice. Ist das da unten auch noch ein Dings? Warte mal. Ne, ist eine Dose. Da liegen Quarzstücke rum oder was? Appel? Ja, aber hier im Sand, das brutzelt natürlich, ne? Das haben die echt gut umgesetzt. Ja, wenn richtig die Sonne ballert, dann wird's heiß. Ist klar. So. Gibt es hier irgendwas Besonderes drin? Ich könnte mir schon vorstellen, ehrlich. Jo, da ist was. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber irgendwas ist da. So. Okay, was haben wir hier? Wie gesagt, ich will erst einmal komplett hier oben rum, ne, erkunden und so. Nehmt mir das jetzt nicht für übel, aber es muss sein. Soll das eine riesengroße Krabbe als Sandkasten sein? Kann das sein? Das sieht fast so aus, ne? Fällt mir jetzt erstmal so auf. Genial. Hey, echt schön. Schön gemacht. Bitte hört nicht auf, dieses Spiel weiterzuentwickeln. Kann man echt nur sagen. Ich liebe es. Da, die brauchen wir. Die Viecher brauchen wir. Um diese eine Rüstung zu kriegen. Kriegen wir den von hier platt? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, hält der viel aus. Alter, hält der viel aus. Aber okay, es ist machbar von weiter weg, ne? Siehst du ja. Ameisenlöwe, ist das okay? Krass. Ja, zweimal müssen wir noch. Sehr schön. Ja, komm, was ist los? Alter, Falter. Was ist das? Sauber, geil. Okay, was haben wir hier? Salzbrocken, okay. Und hier haben wir. Nehmen wir den Hammer, die 6. Minzstück, okay. Hier haben wir einen Salzbrocken. Okay, krass. So, warte mal, was haben wir hier? Guck mal, geile Sachen. Die können wir erforschen, ne? Dann haben wir Minzstücke. Darfst du dir mal eins gönnen? So.
komme jetzt hier raus. Warte mal. Brutzeln. Ja, jetzt nicht mehr brutzeln. Ey, die können wir auch abbauen. Wie geil ist das denn? Ey, Leute. Geil. Würziges Stück. Sehr, sehr nice. Okay. Lass mal kurz reingucken. Hier, geil. Sehr schön. So, wir müssen uns auf jeden Fall ein Shelter aufbauen. Hier, das Ding kannst du mal rausschmeißen. Das brauchen wir jetzt nicht. Die eine Fackel kannst du verschrotten. Brauchen wir auch nicht. Die Spinnbrocken. Wie sah ich hier noch Spinnbrocken drin? Brauchen wir da auch nicht. So, perfekt. Da haben wir wieder drei Plätze auf jeden Fall frei, ne? So, noch ein paar Pfeile. Shelter müssen wir uns noch aufbauen. Ja, das kann hier bleiben. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit wir das schaffen. Mal gucken, wenn wir... mal sehen, wie gut wir es programmiert haben. Ja, richtig nice. Geil. Ey, ist das fett gemacht, ehrlich. Wenn du dich im Schatten aufhältst, geht's, ne? Kriegst du halt keinen Schaden und so. Aber ich glaube, wir brauchen für diese Rüstung, die wir da dann wahrscheinlich freischalten, brauchen wir noch ein bisschen was. So, pass auf, folgender Deal. Wir laufen jetzt hinter, oben drumherum laufen wir jetzt hinter, bauen uns dann da bei dem Wasserstück den Shelter auf und bauen uns vielleicht auch eine kleine Putze hin. Mal gucken. Sehr schön. Und raus. Alter, wie gut, Leute, ehrlich. Und da haben wir ja auch gleich einen Dings, ne? Okay. Kommt die hier hoch? Nein, nein, hau doch nicht ab. Scheiße. Huhuhu. Ja, deswegen brauchen wir die halt, ne? Ist klar. Okay, aber die Ameisen, ne? Diese... Naja, wird Zeit, dass wir irgendwie diese Rüstung kriegen, dass wir gegen Putzel-Dings versorgt sind. Wir könnten uns jetzt allerdings auch den Skill anlegen. Warte mal, das können wir ja eigentlich machen. Status, weil wir haben den Sperrmeister drin. Den kannst du mal wegnehmen. Hier. Putzelschutz. Damit es nicht gleich ganz so krass wird. Gerade wenn wir jetzt da einmal runtergehen, ne? Aber da ist echt schön Schatten. Da will ich jetzt auf jeden Fall... Da auf der Insel den Shelter aufbauen? Das wäre doch echt nice, oder? So, ich würde sagen, wir speichern jetzt hier ab. So. Speichern. Okay. Komm, das machen wir heute noch. Ich hoffe nur nicht, dass jetzt hier irgendwas kommt. Forschungsstation, yeah, nice. Die ist ja im Wasser hier, ne? Krass. Gibt es hier irgendwas zu entdecken? Außer... So, erstmal das aktivieren. Dann haben wir nämlich den kompletten Sandkasten frei. Zerdrückte. Hier verlorener Bürgerschiff. Verloren. Ja, hier, siehst du, hier ist nämlich einer. Okay, krass, sehr schön. So, dann erforschen wir noch. Würziges Stück. Und, was kriegen wir? Scharfer Pfeil. Oh, nice. Sehr nice. Finde ich ja geil. Okay, so, dann hier die Ameisenlöwenteile. Und? Ameisenponcho. Aber jawohl, wir haben es geil. Das ist das. Das ist gegen Putzelschutz, ne? Sehr nice, okay. So, was machen wir hier noch? Mal sehen, was wir jetzt noch kriegen. Ameisenlöwen, Großschwert. Oh, geil. Oh, ist das nice. So, Hirnfreischaltung. Hier wollte ich mal mit euch noch reingucken. Komm, das machen wir mal heute noch. Ne, Level 1, Level 2, das sind alles die Sachen am Anfang. Und dann ab hier 9 geht's los mit der Ameisen. Dann 10 haben wir jetzt hier das hier. 11 haben wir jetzt den... Poncho? Ja, komm, du kommst hier rüber. Huh. Wo bist du denn? Haut der einfach ab. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Alter, Feinde.
Geil. Okay, komm, wir gucken mal schnell. So, dann haben wir hier auf Level 12 schalten wir noch was frei. Ich glaube, das ist die Dreier-Axt, ne? Und noch eine Dreier-Rüstung. Okay. Und dann haben wir hier noch den Dreier-Hammer, glaube ich. Mehr ist es dann nicht mehr. Dann haben wir fast alles. Sehr geil. Schön. Gefällt mir. Finde ich sehr, sehr geil. Das ist natürlich brutzelnd hier, ne? Ist egal. Komm, den Schalter will ich jetzt aufbauen. So. Respawn-Punkt. Sehr schön. Okay, krass, Leute. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Moin an der Stelle weiter. Wir gucken mal, dass wir uns vielleicht irgendwie ein kleines Hütchen aufgebaut kriegen. Oder? Eigentlich nicht. Wir haben ja diesen Shelter. Essen, Trinken haben wir noch da. Lass uns mal kurz gucken, was das kostet zum Herstellen hier. So, wir haben das Ameisen-Großfeuer. Ist ein Dreier vor allen Dingen, ne? Krass. Hat aber auch sonst nichts weiter. Ist halt schnell, ne? Unglaublich groß und schwer, verbindet mehrere Ameisenlöwenzangen zu einer gefährlichen Waffe. Ameisenlöwenteil hätten wir? Oh, 7 Ameisenlöwenzangen. Ach du Scheiße. Seinser hätten wir auch. Ja, müssten wir noch mehrere Ameisenlöwendinger machen, ne? So, was haben wir hier noch? Scharfer Pfeil. Brauchst du würziges Stück und diese Pfeile. Geil, könnte man so ja bauen, ne? Aber es ist halt die Frage, gegen was für welche, ne? Lohnen die sich oder sagt man eher, nee, lieber nicht, ne? Egal, so, pass auf. Nee, das war falsch. Hier. So, Ameisen-Löwenhut. Brauchen wir Ameisen-Löwenteil, Kochdrüse und Seidensei. Hier, Brutzelschutz, mittlere Rüstung und Verteidigung ist halt auch richtig gut, weil es ein Dreier ist, ne? Also, die möchte ich uns herstellen. Wir müssen Ameisen-Löwen jagen, Leute. Da kommen wir nicht drum herum. Oh ja, den könnten wir so ja bauen, den Poncho. Da brauchen wir drei. Warte mal, wir müssen mal kurz rechnen, wie viele Teile wir brauchen. Also hier brauchen wir 5. Dann brauchen wir hier 3, 2. 5 sind 8 zu 2. Ameisenlöwenteil 8. Ameisenlöwenzang 2. Und für die Ameisenlöwen brauchen wir eine, sind 3 und 6 sind wir bei 14. 14 Ameisenlöwenteile bräuchten wir. Und noch einen Ameisenlöwenzang, da könnten wir uns die Rüstung komplett bauen. Den Rest haben wir alles da. Oh Junge, da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Alter Falter, okay, krass. Finde ich schon nice. Weil die Dreier möchte ich mir gerne bauen, ne? Ja, die Schwarz, die Asselbeinpanzer sind natürlich extrem geiler Schutz, ne? Und die ist ja wirklich nur für Sandkasten und oben beim Grill, würde ich die anziehen. Ansonsten würde ich dann die schwarze Ameisendings machen. Betäubung, schwere Rüstung. Ne, da ist die besser. Brutzelschutz, aber die hat halt die Betäubung. Ja, und die Asselbeinpanzer ist halt die beste bis jetzt, ne? Glaube. Kann sein, dass ich mich da irre, aber ist egal. Aber schön. Ja, gut, Freunde. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen dabei seid, wenn wir die Ameisenlöwen jagen. Und ja, habt einen guten Tag und bis dann.